altes sowjetisches Arbeitslager. Trinity hat es komplett übernommen. Was ist mit den einheimischen Führern, die man außerhalb des Tals erwischt hat? Es heißt, sie wären von zwei Personen angeheuert worden. Eine davon eine junge Britin. Aber sie haben sie vor der Lawine in den Bergen zurückgelassen. Das klingt ganz nach Konstantins Phantom. Wer immer sie erwischt, wird ein reicher Mann. Du bist gerade im Tal angekommen, stimmt's? Ja, mit der letzten Frachtmaschine. Es kommen noch mehr, heißt es. Jede Menge Infanterie. Was immer die geplant haben, ich glaube, das wird ein Riesending. Wir haben Kontakt! Kein Kontakt! Los jetzt! Ich werde beschossen! Bin auf Flankenposition! Ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Fass sie nicht an! Bitte nicht! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Ah!
Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Du gehörst zu denen! Ich glaub das einfach nicht. Du Dreck! Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Erna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich, stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden.
Vorsicht! Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Hat geklappt. Können Sie da raus? Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott. Das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Kommando Posten 2, letzter Heli gestartet. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Der Einheimische? Negativ.
Okay. Moment, ich hab's gleich. Das war's. Kann losgehen. Okay, machen wir das Ding raus. Konstantin wird ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Gott verdammt, es ist echt arschkalt hier. Unglaublich, dass das Zeug überhaupt noch funktioniert. Das hier scheint Sabotage gewesen. Die Einheimischen. Noch ein Grund, sie sofort zu erschießen. Sie haben alte Aufzeichnungen im Gefängnis gefunden. Bilder von Ruinen und Karten der Niederlande. Ob wir jetzt wohl wussten, was hier versteckt war? Zuerst nicht. Aber sie haben es offensichtlich rausgefunden. Das meiste Zeug ist Jahrzehnte alt. Sie scheinen nichts mitgenommen zu haben, als sie abgebaut sind. Ja, das macht mir Sorgen. Vielleicht sind sie nicht gewöhnt. Wie viele Einheimische sind wohl noch da draußen? Können nicht allzu viele sein. Sie kommen von irgendwo auf der anderen Seite des Landes. Wenn sie schlägt, schicken die Leute in den Vorhang. Sie haben welche von Namen gesehen? Gottverdammte Bilder. Patrouille 3 kommen. Ja, alles ist ruhig. Also, ob die Zeit hier ist Patrouille 3. Hört mich jemand? Ja, alles. Einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Durchsuchen und säubern. Los geht's. Durchsucht das Gebiet.
Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Hier, hier und hier. Was ist mit diesen Erna, Lagen? Ich muss da reinkommen. Scharfschützen und Kundschafter. Hier muss es sein. Scheiße. Vorsichtig, Lara. Die Zeichnungen sind recht überzeugend. Aber ich will selbst in diese Ruine. Und Croft? Wir lassen sie am Leben. Vorerst. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier! Ich finde sie! Wir müssen sie finden! Weitersuchen! Sie müssen hier irgendwo sein. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Wir müssen sie finden. Weiter zu. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Kulaks. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. So.
Scheiße! Nein! Na los! Du bist tot! Yeah.